Liebe Zuschauer, heute möchte ich Ihnen das Split-Grid-System der Firma Heiland Elektronik vorstellen. Ein einzigartiges System zum Anfertigen von Schwarz-Weiß-Fotos auf Multigrid-Papieren. Das Split-Grid-System besteht aus drei Komponenten. Im Unterschied zu jedem anderen Analyzer, den es weltweit gibt, haben wir einen Eingriff in das Vergrößerungsgerät vorgenommen und arbeiten mit einem Filtermodul, das motorisiert ist und die verschiedenen Filter einstellt. Zusätzlich dazu gibt es dann das Steuergerät, mit dem werden alle zentralen Einstellungen vorgenommen und die Messsonde, die das Ermitteln der notwendigen Belichtungszeit und der Gradation deutlich erleichtert. Am Split-Grid-System werden nur wenige Einstellungen vorgenommen. Dazu gehören natürlich der Papiertyp, mit dem man arbeiten möchte. Wir haben hier eine ganze Reihe von verschiedenen Multigrid-Papieren vorkalibriert und mit Hilfe der Menütasten kann man das passende Papier auswählen. Der zweite Punkt, der gegebenenfalls noch eingestellt werden muss, ist der Filmtyp. Hier unterscheiden wir zwischen klassischen Schwarz-Weiß-Filmen und sogenannten chromogenen Schwarz-Weiß-Filmen. Bei einem chromogenen Schwarz-Weiß-Film wird der genaue Typ eingestellt, wie zum Beispiel der Ilford XP2 oder XP2 Super. Ansonsten bleibt dieser Wert auf konventionell für klassische Filme stehen. Im nächsten Schritt schalten wir am Split-Grid-System das Weißlicht ein. Im Filtermodul werden alle Filter ausgeschwenkt und wir können unmittelbar nach dem Einstellen des Bildes und nach der Wahl der Blende mit der Messung beginnen. Die Messsonde blinkt, damit man sie auch leicht finden kann. Ein Druck auf den Knopf startet die Messung und nun werden die Lichter und die Schattenbereiche des Bildes abgescannt. Dabei ist es wichtig, dass die Messsonde sowohl Lichter als auch Schatten sieht. Und zwar alle Bereiche, die später im Bild Zeichnung haben sollen. Nach einer kurzen Zeit hat die Messsonde alle Bildbereiche erfasst und wir beenden die Messung. Am Ende der Messung wird im Split-Grid-System der Negativkontrast angezeigt und nach dem Ausschalten des Weißlichtes unmittelbar ein Vorschlag für Belichtungszeit und Gradation berechnet. Mit den zuvor ermittelten Werten für Belichtungszeit und Gradation wollen wir jetzt ein Blatt Papier belichten. Die Belichtung erfolgt in einer Zwei-Phasen-Belichtung von Gelb und Magenta. Die gelbe Phase war sehr kurz, weil die Gradation relativ hart gewählt wurde von Split-Grid. Ursache dafür ist natürlich ein geringer Negativkontrast. Im letzten Schritt werden wir das Bild nun entwickeln. Die Entwicklung erfolgt typgemäß entsprechend der Angaben des Papieres. In diesem Falle haben wir ein Papier vom Typ Ilford Multigrid 4RC und einen Entwickler vom Typ Mersch Eco 4812. Nach kurzer Zeit sehen wir die ersten Bildspuren und nach ca. 90 Sekunden wird das Bild fertig entwickelt sein. Das Schwenken der Schale ist obligatorisch. Wir sehen nun bereits, dass sich die Schatten schon sehr gut ausgebildet haben. Auch die Lichter hier im Bereich der Brücke zeigen bereits eine leichte Zeichnung. Die Entwicklung ist beendet.
kurzen Verweilen im Stoppbad. Erfolgt das Fixieren des Bildes. Sie sehen hier nun das fertig verarbeitete und getrocknete Bildergebnis, entstanden in nur 2 Minuten. Wir haben Details in den Lichtern als auch in den Schatten. Der Himmel könnte sicherlich noch ein wenig nachbelichtet werden. Das ist aber sicherlich auch der Aufnahmesituation gestundet. Das war die erste Einführung in unser Splitgrid-System. Ich würde mich freuen, wenn Sie in Zukunft wieder einmal bei uns reinschauen.